Hallo ihr Lieben, herzlich willkommen im neuen Video, der Vasentrick Teil 5. Genau, ich muss mir die Nummern schon langsam merken. Ich bin mal wieder auf der Suche nach Ideen und ich kreuze hier so schön mal unter meinem Baum rum und sehe hier, da sind so abgestorbene Teile. Sieht man das hinter mir? Da sind so abgestorbene Teile im Birnbaum, so trockene Zweige. Da habe ich gedacht, super, meine lange, große Astschere, die kleine Margit und die große Schere. Und ich glaube, ich finde hier Material, abgestorbenes, woraus ich echt noch was Schönes machen kann. Und das ist wie so ein bisschen Upcycling von so einer alten Vase. Ja, ist wunderschön. Aber ich gehe jetzt mal schnibbeln und spiele euch die Intro ein. Und dann geht's im Laden weiter. Bis gleich, ihr Lieben. So, ich bin zurück aus meinem Garten, habe hier ein paar wunderschöne Gladiolen dabei, um es genau zu benennen. Das sind 5 Stück und die parke ich jetzt einfach mal kurz, weil ich habe jetzt hier keine Vase extra gerichtet. Die parke ich jetzt einfach in meinem Grüneimer. So, und bin auch mit meiner schönen langen Astschere kam ich natürlich wunderbar an den Birnbaum und hier sieht man so, wie toll ich die verlängern kann und zack, habe ich dann die trockenen Zweige aus dem Birnbaum rausgeschnippelt mit meiner langen Schere. Das ist übrigens auch so ein Werkzeug, das ist super, wenn man das hat, wenn man mal so ja Äste durchschneiden will und irgendwann ist so das Ende von dieser Schere erreicht und dann tut es auch weh und dann kann man damit nicht schneiden. Und dann tritt diese Schere auf den Plan und die ist mega. Ich weiß noch, als ich im ersten Jahr war in meinem Laden, da hatte ich eine Mitarbeiterin, die hat dann gesagt, Margit, du musst jetzt mal eine gute Astschere kaufen. Und da habe ich gesagt, okay, mache ich, gesagt, getan. Ja, und mit diesem schönen verlängerten Teil, das also richtig gut schneidet, das ist ein Werkzeug, das muss eigentlich jeder Blumenfan haben. Ja, also ich hab's, ich kann es nur empfehlen. Ja, Vasentrick, Teil 5. Ich habe irgendwie so meine Vasen angeguckt und habe gedacht, ja, ich kann jetzt ja auch hergehen und kann jetzt zum Beispiel Gladiolen einfach in die Vase einstellen. Ich müsste die natürlich ein bisschen kürzen, aber das ist eigentlich ein bisschen langweilig, oder? Floristisch ist ja immer, wenn man den Sachen so Pep gibt und wenn dann irgendwas Besonderes noch dabei ist, so eine besondere Note. Und das sind dann die Sachen, ja, unsere Aufgabe ist es immer, die Sachen schön zu machen. Floristen sind so die Schöngeister und ich liebe es, Schöngeist zu sein. Ja, und deswegen bin ich dann in meinen Garten gegangen und habe überlegt, naja, soll ich jetzt so eine Vase nehmen? Die ist jetzt auch, die ist jetzt schon von der Spülmaschine ein bisschen blind. Die wird sich also auch super dazu eignen. Die war mir jetzt aber zu klein für heute, weil Gladiolen sind ja lang, ja, sehr lang. Und dann habe ich gedacht, nee, ich nehme jetzt die Nummer größer. Die eignet sich schon besser, also die andere kommt weg. Und zuerst mal wollte ich noch mal eine kurze Rückschau und die Links zu Videos mit Vasentricks, die ich eigentlich schon gemacht habe, da gab es dann hier unsere schöne. Dann haben wir Vasen unterteilt mit Papierdraht, ja, der war da in Orange und den haben wir so schön um die Vasen rum gemacht, so Abschnitte. Da haben wir die Blumen verankert, das war so echt eine tolle Sache. Dann gab es einen Vasentrick mit Aludraht, da habe ich so ein so ein Knödel mit Aludraht reingemacht und habe die Blüten einfach eingestellt und habe den Aludraht statt der Steckmasse verwendet. Das war auch eine coole Geschichte und das machen wir auch super gern für Events und da spart man sich die Steckmasse und den Aludraht verwendet man immer wieder. Das ist jetzt 2 mm Aludraht. Ich habe immer noch ziemlich viel. Wenn jemand Aludraht braucht,
schickt mir eine E-Mail an youtube@flowerstyle.de. Ich kann euch da einfach was abteilen und ich kann euch sowas auch schicken, auch als Warnsendung. Ja, da kostet es nicht so viel Porto. Ja, dann hatten wir natürlich noch Maßentrick, das Sträußchen, das so schräg in dem Glas liegt, paar Blütenblätter unten rein als Deko. Der Strauß muss nicht immer gerade in der Vase stehen. Nein, der darf auch mal schräg liegen. Und das war also eine ganz goldige Geschichte. Und also das hat jetzt eine zu große Öffnung für den Strauß. Das macht nichts. Er liegt einfach drin und sieht total charmant aus und ist auch überhaupt kein, ja, überhaupt kein Stilbruch. Im Gegenteil, ist einfach mal ein bisschen anders. Das war auch eine Folge von Vasentrick. Also die Videolinks, die findet ihr jeweils oben drin. Ja, die blende ich euch immer ein, wenn ich es dazu sage. Das ist immer meine Aufgabe, wenn ich Videos schneide, das dann immer ja, zur rechten Zeit einzublenden. Ja, und dann gibt es heute einen Vasentrick. Da möchte ich die Gladiolen in die Vase stellen, die da hinten. Und ich habe einfach, wir waren ja gerade draußen und ich war an meinem Birnbaum. Schön, der Birnbaum, herrlich. Der hat so richtig schönes, das ist jetzt totes Holz, tote Äste. Und die sind auch noch so traumhaft mit Moos, mit Flechten. Das sind so, ja, das macht einfach Stimmung. Und dann dachte ich, das musste immer rausgeschnitten werden. Und ich musste ein Video machen. Also habe ich natürlich hier mich mal schön, habe mal schön geschnippelt mit meiner langen Astschere. Ich habe noch eine längere Schere, so ist es ja nicht. Und diese Äste, die wollte ich gern um meine Vase rumdrapieren. Jetzt habe ich natürlich nicht fünf Hände. Ich bin hier ganz alleine. Mein Kameramann ist heute auch nicht da. Ich bin ganz allein. Ich habe jetzt gedacht, ich nehme einen Gummi. Weil irgendwie habe ich überlegt, so wie kriege ich das am besten hin? Der kommt nachher natürlich wieder weg. Aber das ist jetzt nur so eine kleine Hilfe, dass ich meine Äste gut an die Vase bekomme. Ich überlege mir die Sachen auch immer ziemlich spontan, muss ich gestehen. Ich habe mir das nicht lange Hand überlegt, sondern das ist dann so ganz, so relativ kurzfristig, so, wie mache ich denn das heute? Ich habe so ein paar Grundideen in meinem Kopf und ansonsten leben meine Videos auch vom Improvisieren, von meinen Ideen, Gedanken. Es gibt eine, die hat dann geschrieben, bei einer Idee, ja, die wäre schon da gewesen. Ja, bestimmt gibt es Sachen, die auch da gewesen sind, weil ich erfinde auch nicht immer das Rad neu. Aber ich habe ganz viele Ideen und die ich für mich selber so ausdenke. Und ja, es gibt vielleicht manchmal Überkreuzungen, aber ich kann euch versichern, dass ich eigentlich keine bin, die jetzt wissentlich Ideen anderer YouTuber kopiert. Das ist eigentlich nicht mein Ding, sondern ich mache tatsächlich echt mein eigenes Ding. Wer singt das? Das ist Udo. Genau. Ja, also ich mache mein eigenes Ding und das mache ich auch voller Begeisterung. Und deswegen ist das, wenn sowas ist, dann ist es echt Zufall. Und dann kann ich es auch nicht ändern. Aber ich glaube, jeder hat seinen eigenen Stil. Ich bin total auf Natur. Ich mache viele Sachen, die man relativ einfach für sich nachmachen kann. Auch mit einfachen Mitteln. Ich glaube, so ein paar Zweige in der Natur, die findet auch jeder relativ einfach. Ja, die wollen auch nicht immer so an der Vase bleiben, wie ich will. Aber ich versuche das einfach gerade. Und nachher, die werden auch fixiert. Das ist jetzt nur die erste. Also genau, Fazit schon mal. Erstes Fazit, macht zwei Gummis an die Vase. Ja, das ist schon mal das erste Fazit. Weil wenn man ein Gummi macht, dann eiern die ein bisschen rum. Aber es ist super, wenn ich im Video Quatsch mache und dann könnt ihr von meinen Fehlern lernen. Das ist doch super, oder? Ja, also mit einem Gummi fallen die ganz gern um, was ich natürlich doof finde. Aber es macht nichts. Wie gesagt, zwei Gummis dran machen und später fixieren wir die natürlich mit was anderem. So, auch ich werde fertig und habe meine Zweige jetzt alle in den Gummi reingesteckt und jetzt kommt natürlich der Clou. Ich möchte die Zweige ja nicht mit dem Gummi fixieren, sondern ich möchte eine schöne Farbwirkung,
die auch zu meinen Gladiolen passt. Das heißt, ich habe hier einen ja, Wollfilz und damit ich eine tolle Farbwirkung habe, gehe ich her und wickel den Wollfilz um meine Zweige drumherum. Und spätestens jetzt haben die Zweige gleich verloren, weil jetzt wird es ernst. Und dann kann ich nämlich sehr schön so eine Wicklung machen und ich möchte auch ein bisschen Farbwirkung. Ja, also vielleicht ist es manchmal ganz gut, wenn euer Mann auch da ist, wenn der dann einfach mal hält und ein bisschen stabilisieren kann das Ganze. Und ja, es ist natürlich wichtig, dass das Ganze jetzt etwas Stabilität bekommt und dass die richtig fest sind. Ich glaube, am besten kriegt man die drumherum, indem man die Vase dreht. So, und irgendwann habe ich auch den Anfangspunkt wieder. Und da kann ich jetzt dann, entweder ich mache eine Schleife, aber da ich ja diesen Wollfilz mit Draht habe, kann ich das jetzt ganz einfach drehen. So, mein Gummi schneide ich auf. Und tada, also ich habe jetzt hier so eine ganz witzige Vase mit diesen ganzen Zweigen. Schütte nochmal den Dreck aus der Vase raus, sonst habe ich den gleich im Vasenwasser und habe eigentlich eine total, ja, eine urige, witzige Basis. Je lebendiger ihr das gestalten wollt, desto mehr könnt ihr diese Verzweigung dran lassen. Man kann natürlich auch, damit es ein bisschen ruhiger wird, kann man natürlich sowas, so eine Verzweigung auch nochmal abschneiden, wenn einem das jetzt zu viel Unruhe in dem ganzen Arrangement ist. Aber ansonsten finde ich das jetzt eigentlich ganz witzig. Ich habe auch noch ein bisschen Efeu mitgebracht und da würde ich jetzt nicht viel, aber ich würde jetzt doch ein bisschen Efeu einstellen, um dem Ganzen eine Basis zu bieten. So, das heißt, ich habe jetzt hier also meine Vase schon ganz urig und mit den Zweigen. Und dann, jetzt kommen die Gladiolen ins Spiel. Und ich würde die Gladiolen zum einen entspitze ich die Gladiolen ganz gern. Das heißt, hier sind die letzten Spitzen, die gehen auch tatsächlich leider nicht auf. Und ich nehme einfach die Spitze und breche die raus, ja, aus der Gladiole. So mache ich das mit meinen Fünfen. Eine ist schon entspitzt, sehe ich gerade. Und die anderen einfach die Spitze rausbrechen. So, das machen wir auch oft tatsächlich, bevor wir die Gladiolen in den Laden stellen. Und dann blühen die, das, was noch dran ist, blüht tatsächlich dann bis zur Mitte auf, also bis zu dem Punkt. Ich würde die Gladiolen etwas kürzen. Ich finde, die sind etwas zu lang für mein Arrangement, aber nicht so viel. So, ich merke mir jetzt, sonst muss ich natürlich jedes Mal wieder neu, ich merke mir jetzt einfach, wie viel ich die gekürzt habe und mache das bei den anderen auch, ja? So dass die dann auch, und dann kann ich hier ein bisschen abmessen, habe eine Länge, finde ich eigentlich ganz schön, wenn die so eine Länge haben. Und so, nehme auch immer ein Floristenmesser dazu. Ich habe auch schon wieder gestern und heute welche verkauft, weil die meisten Kunden dann sagen, ja, ich nehme immer die Küchenschere. Sag ich, naja, das können sie schon machen, aber dann werden die Stiele natürlich gequetscht. Und besser ist es, wenn sie die Stiele anschneiden, wenn die mit einem schönen, schrägen Anschnitt, dann sind die Wasserwege frei, dann sind die Stiele nicht gequetscht und das ist natürlich dann die beste Methode, die Blumen anzuschneiden. Was natürlich auch nicht verkehrt ist, ist einfach, wenn ich in die Vase auch mal Wasser reinmache. Ja, das ist schon mal die Basis des Ganzen. Das mache ich jetzt gleich erstmal in der Gießkanne. Sieht total witzig aus mit den Zweigen und dem Filz. Es ist so aus einer ganz einfachen Glasvase habe ich jetzt doch so ein, ja, habe ich echt so einen kleinen Hingucker gemacht. Und der Efeu, wisst ihr was, den Efeu stelle ich nachher ein. Ich nehme jetzt erstmal meine Gladiolen, stelle die hier rein, so, zack, und ziehe die
Vase ein bisschen hinter, dass ihr mehr seht. Und dann gehe ich hier, stelle einen Efeu auf der einen Seite ein und einen, Moment, auf der anderen Seite. Und schon kippen die Gladiolen auch nicht mehr. Und so, ich wollte natürlich die Blüten auch euch zeigen. Ja, und fertig ist schon mein Arrangement. Ich hoffe, man sieht es hier genug, weil ich bin natürlich hier wieder mitten im Grün und hier ist viel zu viel, was ablenkt. Das sagen wir immer, weil wir haben im Laden hier so viel, das habt ihr zu Hause nie. Wir haben so viel Ablenkung für die ganzen Arrangements. Das ist eigentlich immer viel, viel zu viel Ablenkung. Aber also das ist jetzt so meine Vase in diesem urigen Look, die einfach nur so umwickelt ist, ganz lässig. Und hier habe ich meine Gladiolen, die dann eben so oben ein. Ja, man sieht es hier schön, die oben so einstehen. Und wenn dann diese ganzen Blüten nach oben aufblühen, dann gibt es eine ganz tolle Farbwirkung. Dann haben wir unten unseren Wollfilz und oben die Blüten. Und das ist, glaube ich, wirklich eine total einfache, ja, eine total einfache Deko. Und ich würde sagen, ein Spaziergang und ein paar knorrige, schöne Zweige und natürlich auch einen schönen Wollfilz. So ein Gummi hat jeder zu Hause, um das erstmal zu fixieren. Ein bisschen Efeu-Ranken und schon könnt ihr im Grunde genommen mit eurer, ja, aus eurer Vase was ganz anderes machen, wo ihr sagt, oh, ich habe mal echt eine ganz, ganz andere Deko. Ja, das ist mein Vasentrick Teil 5. Hatte ich jetzt auch mal so was ganz anderes und es ist tatsächlich nur mit 5 Gladiolen. Also passt zum Vasentrick Teil 5, passt es auch 5 Gladiolen und schon habt ihr wirklich ein super schönes Arrangement für euer Zuhause. Ja, ich bin gespannt, wie gefällt euch das? Ist es was zum Nachmachen? Manche von euch haben schon geschrieben, wir lieben Gladiolen. Gibt es jetzt ja auch vom Feld, die man sich holen kann. Und ihr könnt das natürlich auch mit 10 Stück machen. Aber ich habe das jetzt mit 5 einfach die sparsame Variante gemacht. Und ich will ja auch gar nicht immer solche Massen an Blumen verbrauchen, sondern ihr sollt es tatsächlich auch mit wenigen Blumen nachmachen können. Und ich glaube, das ist tatsächlich damit der Fall. Von Floristik24 bekommt ihr wunderschöne Filzdochte. Da blende ich euch auch noch mal einen Bestelllink ein. Und das ist jetzt ein dünner Filzdocht. Den gibt es auch noch viel dicker, aber das ist jetzt der dünne. Und der ist auch sehr, sehr schön, wenn man Pflanzen einrollt, ja, mit einem Stoff oder so und dann mit einem Wollfilz umwickelt. Also da kommt im Herbst jetzt noch, da kommt noch mehr zum Thema Filzdocht. Also es lohnt sich total, solche Sachen zu bestellen. Das sind so Basics, die man hat, wie Drähte, die man immer wieder schön verwenden kann und mit denen man immer so einen kleinen Wow-Effekt erzielen kann. Und den Wow-Effekt, den erziele ich auch immer super gern. Ihr Lieben, ganz lieben Dank, dass ihr dabei wart im Video, fürs Zuschauen bis zum Schluss. Ich mache nochmal ein schönes Foto von der Vase und das mache ich nämlich vor einem neutralen Hintergrund, den ich jetzt erstmal draußen suche. Okay, macht's gut. Ich freue mich, dass ihr da wart. Alles Liebe. Ciao.